Servus. Servus. Dani, es freut mich, dass du da bist. Wir kennen uns eigentlich aus einem über ein anderes Thema. Und zwar? Vespa. Genau, Vespa. Wir haben uns trotzdem online kennengelernt. Wir haben uns eine Online-Liebe quasi. Absolut, ja. Wir sagen jetzt nicht, welche Plattform das war, aber wir haben uns... Ich glaube, es war Twitter. Es war Twitter, genau. Und wir haben uns über Vespa, über das Vespa-Thema kennengelernt. Und auf diese Weise offline auch kennengelernt, genau. Und befreundet. Und dann kam die Idee mit Twitzki und das war nun auch nett, dass ich dabei war. Das freut mich jetzt nicht, dass du gekommen bist, die Martina auch. Und ich hoffe, dass ich mit dir auch noch reden kann. Ja. Kannst du Leuten empfehlen, mitzukommen mit uns, um irgendwo Skifahren zu gehen? Absolut, also Twitzki ist insofern eine grandiose Idee, als es diesen fast schon traditionellen Sport, alpiner Skisport, auf eine neue Ebene hebt, weil jetzt hier das mit Social Media verbunden ist. Ja. Man erzählt seine Erlebnisse mehr oder weniger in Echtzeit, während man am Lift auf die nächste Gondel wartet, idealerweise mit einem guten Netz. Man nicht immer da ist, muss man auch sagen. Ja. Ja. Aber es ist eine ganz interessante Sache, weil man sich selber mitteilen kann, die Freude und den Spaß, den man am Sport hat, einfach gleich los wird und Response bekommt und man eine unglaubliche Gaudi hat und ist eigentlich Skifahren mit Mehrwert. Ich danke dir, dass du da warst. Ich habe es super gefunden. Wir sind nicht los. Und morgen gehen wir noch einmal Vollgas. Gell? Super, machen wir. Danke, Charlie. Gell?